Leute, wir sind zurück bei Kirby und das vergessene Land. Im letzten Part haben wir die Vergas-Küste gemacht. Jetzt werden wir sofort weiter loslegen. Ich bin wieder geboostet und wir haben die Feuerfähigkeit. Mal gucken, was uns im nächsten Level erwartet. Ja, und wie lange wir dafür brauchen, das interessiert mich sehr. Weil die Level scheinen ja kürzer zu gehen, als ich das zuerst angenommen habe. Na, wie so oft habe ich mich geirrt. Wer hätte das nur gedacht? So, jetzt aber. Auf geht's, hier. Vergas Vergnügungspark. So, dann lasst uns mal 51 Stücke Seelen. Los geht's. Oh, das mit seinen scheiß Stacheln, dass die als Schutzschild fungieren, das nervt halt richtig hart, Alter. So, die Münzen brauchen wir leider. Ich muss relativ viele Münzen farmen, auch wenn man es nicht glauben mag. Dein Schutzschild kannst du in unserer Vollstopfmontur voll vergessen, Alter. So, damit haben wir die ersten... shit. Ja, nee, ist klar. Lauf, Kirby! Damit haben wir das zweite Stück Seele. So, Bonusblumen. Das war's für alle vier. So, besiegt. Zu einfach. Hier, öffne mal. Sehr chillig. So, aber das war's ja noch nicht. Hier ist ja noch was. So, da war noch eine Seele. Perfekt. So, mehr können wir hier, glaube ich, auch fast nicht mehr machen. Genau, da müssen wir jetzt wieder hoch. Zum Glück habe ich noch super schnelles Laufen. Moment. Aha. Hier gibt's Futter. Los, Kirby, flieg! So, perfekt. Und hoch hier. Schnappen wir uns diese drei Teile. Dann müssten wir hier fertig sein. Oder auch nicht. Dann habe ich irgendwo ein Stück vergessen. Jetzt halt nur die Frage, wo? Oh, da, hier hinten in der Ecke. Oh nein. Ernsthaft jetzt? So, dann laufen wir mal dahin. Das war immer noch nicht das letzte. Okay. Jetzt bin ich dann aber ein bisschen überfragt. Oh ja, nee, ist klar, Kirby. Hier am Anfang vielleicht irgendwo? Oh ja, hier. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Lass uns mal im nächsten Gebiet nachsehen. Danke. Och komm, Kirby. Spring voll rein, Alter. Was ist dein scheiß Problem? So, jetzt aber, jetzt gehen wir aber wirklich zum Ende. So, wir laufen leider nur wieder normal langsam. Wir sind nicht mehr geboostet. Dann gehen wir aber hier rein. So, tschüss. Das war's dann für dich. Kannst du schön vergessen, Brudi. Das war's dann.
So, Drachenfeuer können wir hier jetzt erstmal nicht mehr gebrauchen. Dann ablegen. Auch wenn Drachenfeuer meine Lieblingsfähigkeit ist, hat halt einfach was damit zu tun, wie ihr seht. Wir müssen hier die ganzen Dinger mal entfernen. So, da ist noch Fleisch. Okay. Das war viel zu einfach. So, aber das waren noch nicht alle. Hier sind, glaube ich, noch welche, oder? Yes. Das habe ich mir nämlich gedacht. Da oben zum Beispiel. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Lass uns mal im nächsten Gebiet nachsehen. Alles klar. Brauchen wir ja gar nicht weiter fackeln. Jetzt wird's wieder gruselig. Vorsicht. Wow. Das war knapp. Sehr gut. Da ist nicht. Hier haben wir noch Eis, das füllt uns auch wieder voll auf. So, mal gucken, was uns das hier bringt. Aha! Eine seltene Kapsel. So, perfekt. Und rüber. Das ist übrigens sehr, sehr fies. So, geh mal weg. So, jetzt können wir das noch aufladen. Mal gucken, wie viel uns das hier bringt. Oh nein. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo welche vergessen, aber ja, okay. Gut. Dann laden wir das Ding hier mal auf. So, ihr könnt alle mal in euer Verderben springen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Waren das alle? Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Lass uns mal im nächsten Gebiet nachsehen. Alles klar, sehr gut.
So, das war's. Wir können raus. Zack. Huh. Und tschüss. Geschafft. Aha, okay. Perfekt. Easy. So, die Hasen können alle mal weg. So, er ist eingefroren. So, den nehmen wir natürlich mit. So, okay, jetzt ist die Frage. Ich verstehe, glaube ich. Und zack. Sehr gut. Das müssten alle gewesen sein. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Lass uns im nächsten Gebiet nachsehen. Okay, und los geht's. Wir haben nicht mehr viele Gebiete vor uns in diesem Level. Glaube ich. Shit. Jetzt kommt ja die Kacke wieder, ne? Oh. Das ist so richtig geil, Alter. Ich möchte heiraten. So, damit haben wir das erste... Wo ist denn der letzte Schalter? Ich sehe nämlich nur drei. Das ist ja jetzt komisch. Ah! Ich habe sie nicht schnell genug aktiviert. Gut zu wissen. So, dann als nächstes hier lang. Das kannst du schön vergessen, Budi. So, die haben wir. Ja, genau. Das kriegst du zurück, Alter. Ja, ist klar. Meine Güte, geht ihr mir auf den Sack. Das waren noch nicht alle, oder? Doch. Sieht so aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Lass uns mal im nächsten Gebiet nachsehen. Okay, tschüss. Auf geht's. Illusion Leopardin, Tazandra Phantom. Vorsichtig.
Aua! Scheiße, jetzt ist die Schwertfähigkeit useless, Alter. Weil wir haben halt keinen Schwertstrahl mehr. Leider. Ach doch, haben wir. Wir haben ja doppelt Leben. Oh, das habe ich vergessen. Ich bin so dumm, Alter. Ich bin so krass dumm, Alter. So, komm. Zeig, was du kannst. Aua! Ja, genau! Mach diesen, Alter! Oh, wie sie einen einfach immer trifft, ne? Glück gehabt. Oh Gott. Ja, damit war es das. Jetzt ist Meta Knight Schwert useless. Weil jetzt können wir keine Strahlen mehr abschießen. Das ist richtig schon nutzlos jetzt, die Fähigkeit. Das war's. Sammeln wir das Ding ein. Sehr gut. Damit müssten wir alle Seelen, alle Stücke hier haben. Oh yes. Oh. Rothaart Großbaukröte. Dieser überaus aggressive Herrscher über alle Baukröten haust in Rothaarts verbotenen Landen. Sobald dieser Hitzkopf ein warmes Plätzchen gefunden hat, macht er es sich dort gemütlich und verteidigt es mit aller Macht, indem er aus seinem Maul Brocken aus Beton auf seine Feinde schleudert. In Deckung! Sehr gut, dann kehren wir aber erstmal nach Waddle die Stadt zurück. Wir werden jetzt noch die Eisfähigkeit ein bisschen aufpimpen, glaube ich. So, und das Ding legen wir ab. Aber erstmal, dann können wir diesen Part, dann kann ich diesen Part ein bisschen strecken. Nee, erstmal verpassen wir uns Boosts, wenn wir schon mal hier sind. Hoffentlich kriegen wir gleich den Verteidigungsboost, also mehr Leben halt, ist das hier. Ne, erstmal nur Geschwindigkeit, das ist aber auch okay. Glaub mir, letztes Mal, als ich mich für den Part bevor ich diese Session begangen habe, vor dem letzten Part, also, wie soll ich das erklären? Bevor wir die Vergas-Küste gemacht haben, habe ich ewig gebraucht, um den Lebensboost zu bekommen. Furchtbar. Hoffentlich geht es jetzt schneller. Gut, jetzt haben wir schon mal den Angriffsboost wieder. So, weil das ist hier leider halt wirklich sehr zufällig, was ihr bekommt. Da könnt ihr leider wenig machen, außer halt euch hier hinschillen. So, aber ihr könnt das immer am Leuchten sehen, welche Fähigkeit ihr bekommt. Kann ich die eigentlich auch verstärken? Nee, die kann man nicht aufwerten. Okay, schade drum. Ich dachte vielleicht, dass dann die Zeit steigt, mit der wir den Boost behalten. Aber leider nicht. Schade drum. Boah, das dauert zu lange. Ich werde das offscreen machen, Leute, den Lebensboost holen. Wir werden jetzt erstmal die Eisfähigkeit verstärken, ja. Aufwerten.
Aufgewertet zu Blizzard 1 plus 1. Die Angriffskraft dieser Spezialpower wurde erhöht. Sehr cool. So, dann werde ich offscreen uns den Lebensboost holen. Und ja, Leute, ich werde den Part aber an der Stelle beenden. Im nächsten Part geht es dann zur Vergas Kuppe und mal schauen, wie weit wir da kommen. Also, was heißt, wie weit wir da kommen? Wie lange wir brauchen, um das Level zu schaffen? Ich bedanke mich aber an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kirby-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!